Herzlich willkommen zu einem Let's Play The Long Dark. The Long Dark ist ein Indie-Survival-Game, würde ich mal sagen. Ich habe mich noch nicht ganz so schlau gemacht darüber, wer das jetzt eigentlich genau entwickelt. Ich habe darüber ein kleines Video gesehen und fand es eigentlich ganz vielversprechend. Es hat einen sehr stilisierten, ein bisschen abstrakteren Grafikstil. Hier kommt gerade mal ein Waldbewohner, vor dem wir uns auch sehr hüten müssen, wenn wir gleich loslegen. Und in diesem Spiel geht es eben darum, dass man in der kanadischen Wildnis abstürzt und dort überleben muss. Es ist jetzt kein Spiel, in dem man irgendwie nach und nach Stadt aufbaut und dann irgendwann einfach Herr über die Welt ist, sondern es geht wirklich ums Hardcore-Überleben. Es geht darum, genügend Kalorien zusammenzubekommen, es geht darum, nicht zu erfrieren, es geht darum, nicht an den infizierten Wunden zu sterben, die man aus einem Kampf mit einem Wolf, um seine Hasenleiche zu auszunehmen, irgendwie erhalten hat und. Also man kann an vielen Dingen sterben und die meisten Runs, glaube ich, wenn man das Spiel noch nicht so ganz beherrscht, sind eher kurz. Den Story-Modus gibt es momentan in dieser Alpha-Version, das ist eine Early-Access-Version, die es auf Steam zu erhalten gibt, noch nicht drin. Ich habe hier nur ein bisschen an den Optionen den Sound runtergedreht, sodass man mich eben über den Spielton noch immer gut verstehen kann. Wir legen jetzt einfach mal los. Zuerst einmal wählt man hier kurz aus. Möchte ich ein Pilgrim sein, dann hat man wird man nicht von den Waldbewohnern angefallen. Es geht halt eigentlich nur darum zu erkunden und eben gegen das Wetter zu überleben. Spielt man den Voyager, das ist mehr oder weniger der Medium Difficulty, dann wird man eben sehr wohl von den Wölfen und anderen Waldbewohnern attackiert. Und vielleicht gibt es auch ein bisschen weniger Ressourcen, da habe ich mich jetzt auch noch nicht schlau gemacht. Das ist jetzt ein relativ blindes Let's Play, was ich hier gerade starte, um euch einfach mal einen kleinen Eindruck von dem The Long Dark zu geben. Und dann gibt es eben noch den Stalker Difficulty und in diesem Schwierigkeitsgrad, ja, wird halt alles einfach etwas härter. Wir spielen jetzt erstmal den normalen in der Mitte. Bin kein Fan davon, easy auszuwählen und dann später irgendwann das Spiel mir noch schwerer zu machen. Ich springe dann immer gerne gleich rein. Es ist halt ein Spiel, in dem man einfach sterben wird, früher oder später. Und deswegen macht es mir auch nichts aus. Wenn das am Anfang noch ein bisschen früher kommt, dann lernt man wenigstens noch ein bisschen mehr aus den Fehlern. Wir spielen jetzt hier die einzige momentan verfügbare Zone, die nennt sich Mystery Lake, und springen einfach mal direkt rein. Genau, das ist das, was ich gerade eben kurz erläutert habe. Das ist der Kontext des Spiels. Man ist eben mit einem Flugzeug über der kanadischen Wildnis längst geflogen und geomagnetischer Sturm hat eben das Flugzeug verrückt spielen lassen und es ist abgestürzt. Man muss jetzt eben überleben. Da gibt es immer noch ein paar schöne inspirierende Quotes am Anfang. Ein Zitat, was einem vielleicht irgendwie Mut machen soll. Und wir befinden uns in einer Höhle und es ist schon relativ spät abends. 7.20 Uhr. Hier haben wir mit Tabulator unsere Übersicht. Hier könnt ihr auch mal sehen, worum es im Prinzip in dem Spiel geht. Hier steht eben, wie lange man überlebt hat. Hier sind die Temperaturen. Es kann eben, also nachts wird es kälter, wenn es stürmt, wird es kälter, wenn es schneit, wird es kälter. Und man kann sich eben isolieren mit guter Kleidung, die kann aber auch kaputt gehen. Ich sehe gerade, es ist hier extrem kalt gerade und ich muss dringend aus dieser Temperatur raus. Ich sollte mich also schnell bewegen. Die Wölfe heulen auch schon. Bevor wir uns jetzt hier dem ganzen Interface mal widmen, müssen wir uns mal schnell umschauen. Oh Gott, da ist schon der erste Wolf. Mit dem wollen wir uns nicht unbedingt anlegen. Aber wir müssen hier raus, wir können hier nicht einfach warten. Ich werde jetzt mal was probieren. Piss dich, Wolf. Gott, sieht der gruselig aus, wenn man ihn so anleuchtet. Lass mich in Ruhe, du Mistvieh. Oh Gott. Nein, ich wollte doch nicht kämpfen. So, den habe ich gerade noch in die Flucht schlagen können, aber er hat mich trotzdem gebissen und ich muss mir gleich dringend mein Medikit antun. Zuerst einmal schauen wir schnell, ob wir hier noch was finden. Hier habe ich nämlich das letzte Mal auch ein paar Sachen gefunden, als ich den ersten Start von dem Spiel mal schnell gemacht habe. Hier haben wir eine Bandage. Das war's auch schon, aber hier gibt es noch einiges an Essen. Oh, Rifle Ammunition. Leider habe ich noch kein Gewehr, um das abzuschießen. Ihr seht auch, ich habe hier ein paar Blutspuren verloren, deswegen müssen wir jetzt dringend unser First Aid Kit anwenden. Wir müssen zuerst die Blutung stoppen. Beziehungsweise wir sollten uns vielleicht erstmal desinfizieren, die Wunde. Oh, hat das nicht funktioniert? Vielleicht müssen wir gleich nochmal weiteres Antiseptik auftragen. Okay.
Jetzt scheint mein Typ wieder okay zu sein, aber ich bin hier conditioned, das ist so mein allgemeiner Gesundheitszustand, der ist halt schon sehr niedrig. Wenn ich nochmal angefallen werde, bin ich tot. Ich kann jetzt hier auch nicht bleiben, dass hier viel zu kalt ist. Ich habe aber auch keine Ahnung, wo ich eigentlich genau hin kann. Mein Flair liegt da noch rum, kann ich den noch aufheben? Jupp. Und hier liegt ein. Ah, verdammt. Ein Kadaver rum, den der Wolf wahrscheinlich gerissen hat, aber leider ist das Ding eben gefroren und ich brauche einen Messer oder sowas in der Art, um da jetzt Fleisch aus der Leiche rauszuziehen und das Ding irgendwie zu häuten und mit Leder irgendwelche Sachen anzustellen. Allzu sehr habe ich mir das Spiel eben noch nicht angeguckt. Ich habe nur ein, zwei Runs mal gerade eben probiert, die meistens sehr schnell geendet sind. Und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwie eine Struktur finden, in der wir vielleicht übernachten können oder. Ich müsste auch Holz sammeln, um mal ein bisschen Fuel ranzukommen, mit dem man dann eben ein Feuer starten kann. Ah, das ist gut. Die Struktur kenne ich schon. Das ist, glaube ich, der Weg zum Staudamm hier. Da werde ich jetzt mal reingehen und vielleicht können wir da unser Nachtlager aufschlagen. Es ist ja jetzt schon recht spät. Hoffentlich überfallen uns jetzt nicht noch irgendwelche Wölfe. Ich glaube, ich muss da auf die andere Seite hoch. Werde ich gleich sehen, wenn ich hier um die Ecke komme. Es ist sehr schwierig, sich in einem Spiel zu orientieren. Also man hat halt überhaupt keinen Kompass oder geschweige denn Karte, im Moment zumindest. Und auch jetzt, ich glaube, selbst wenn man eine Karte hat, ist es eben keine, in der man dann irgendwie so ein Pünktlein ist, was sich auf der Karte bewegt, sodass die Orientierung ja sehr leicht machen würde. Stattdessen gibt es eben bestimmte Landschaftsmerkmale, wie zum Beispiel den Carter Hydro Dam. Ja, hier war auch ein Wolf von der Zeit. Und anhand derer kann man sich dann vielleicht orientieren, wenn man mal eine Karte finden würde. So, jetzt schauen wir uns hier schnell um, solange wir noch ein bisschen Licht haben. Hier können wir dann vielleicht auch unser Nachtlager aufschlagen, aber. Ja, sehr schön. Damit kann man schon mal besser in den Feuer starten. Hier geht es noch in den Keller runter, aber bevor wir da hingehen. Oh Gott, hoffentlich hält mein Licht noch ein bisschen. Nein! Es wird gerade so, als wenn es ausgehen würde. Das Spiel kann schon verdammt dunkel sein. Ich sollte vielleicht lieber rennen. Ah, shit, und ich habe noch keinen Stemmeisen oder sowas in der Art, um so einen Schrank aufzubrechen. Empty. Oh, alles ist leer, ich brauche Zeug. Gib mir Sachen zum Überleben. Die blöden Ich freue mich aufs Metallschränke. Leben, Norm. Oh oh. Wo ist der Wolf? Klang gerade, als wenn er vor der Tür von irgendwas gebissen wurde oder so. First Aid Kit, immer gut. Sewing Kit, nice. Antiseptik, kann ich auch gut gebrauchen. Oh, eine Laterne, perfekt. Jetzt nicht auf den Füllstand geachtet, aber wird schon hoffentlich ein bisschen Fuel drin sein. Und eine neue Flare. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, einen. Okay, ich glaube, es bringt jetzt nichts, hier im Kalten die ganze Zeit an dem Ding rumzuraten. Da muss ich wohl irgendwie eine Notiz finden. Hope nobody needs this anymore. Ah, shit, jetzt mal Licht aus. Ja, wir werden mal die Lampe aktivieren. Interessant. Workbench und noch ein Schuss. Drawer. Empty. Ja, die ganzen Schubladen kann man auch checken. Was sind das für Geräusche? Es ist nicht zufällig ein Horrorspiel und ich habe irgendwas übersehen. Oh Gott! Oh. Oh Mann! Er war doch irgendwo hier drin, der scheiß Wolf. Okay, das war, ja, ich bin wirklich am Schock gestorben. Ich bin ja auch gerade aufgehüpft in meinem Stuhl.
Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie schnell das hier vorbeigehen kann. Ich hatte gerade so Hoffnung, dass ich jetzt hier schön das ganze Haus leer suchen kann, alle möglichen Tools suchen kann und mich dann schön zum Schlafen legen kann in meinem Schlafsäckle und vorher noch ein bisschen Dosenbohnen esse. Aber nein, irgendein blöder Wolf ist da reingekommen, hat mich dann einfach mal gekillt. So schnell kann es gehen. Ich habe 1 Stunde und 20 Minuten überlebt. Das Video ist 10 Minuten lang. Das soll jetzt mal unser erster Eindruck sein. Ich glaube, ich mache gleich nochmal einen Run. Vielleicht überleben wir da ein bisschen länger oder haben einen bisschen besseren Start. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen in dieser langen Dunkelheit, in die wir uns hier begeben haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Euer Nachbar. Bis bald.